Ja, Hallöchen, mein Lieben. Ich habe mich jetzt. Oh, verdammt. Ja. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Wolfenhain 1. Nein. So, ob ich da meine Stoppuhr. Bitte schön. So. Ja, und willkommen zurück zu Wolfenhain. Letztes Mal hat ja Azu aufgenommen. Leider mal wieder nur eine halbe Stunde. ja, so, naja, hat halt nur eine halbe Stunde. Ich nehme erstmal nur eine halbe Stunde auf, allerdings ganze Stunde aufgeteilt, heute und morgen. Von Grit ist halt nicht allzu viel mit, aber egal. Einfach aus dem Grunde, ich habe gerade schon eine halbe Stunde Higurashi aufgenommen. Und dieses Zufallsereignis, ne? Und heute ist es so fucking warm. Es ist nur so unheimlich warm, das erdrückt mich total. Ich habe minimal leichte Kopfschmerzen an dem Scheiß. Meine Nase ist zu, weil mir irgendeine Scheißallergie anschlägt. Wahrscheinlich Pollenallergie jetzt auch noch oder so. So wie. Und naja. Hoch in den Lüften, als der majestätischer Vogel. Er ist wirklich sehr hoch. Ja, jedenfalls, wir machen jetzt nicht die Piraten. Denn wir machen das, wofür Azu augenscheinlich so dumm war. Nein, das nicht. Da kommt man auch nicht unbedingt drauf. Also, wie ist die Idee auch erst gekommen im Video? Wir haben ja hier. Warum haben wir die jetzt zweimal drüber stück? Nee. Hä? Hat er das wohl geworfen? Weiß ich nicht mehr. Ja, hier das Ding mal zu stoppen. Geht das? Ah, wusste ich doch. Ah! Ah, wusste ich doch. Ja, so kann ich das hier einsammeln. Nein, nein, einsammeln, einsammeln, nein, nein. Kann ich nicht einsammeln, schade. Okay, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt ist der Kram hier umgelegt. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, lässt sich der Mechanismus nur von innen. Du meinst, hier ist noch jemand? Vor allem meine ich eins. Lerne mich ausreden zu lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Gesuf gesprochen habe. Keine Ahnung. Ah, guck mal, was wir haben. Nix. Die sind schon vor langer Zeit verloschen. Die sind vor langer Zeit verloschen. Haben wir das gehört? Das war gerade ein Flugzeug. Ich wohne nicht im Flughafen, aber jetzt irgendwo in der Nähe am Fluglandeplatz. Entsprechend, ja, ne? Oh, warum sind wir jetzt aber angegangen? Guck mal, ist das Mann? Nicht. Es sagt ja auch aber nichts mehr dazu. Supi. Totenschädel. Die steinernen Zierköpfe machen das Grab noch weitaus grablicher. Die sind nicht aus Stein. Das sind echte Knochen, nur eben sehr, sehr alt. In den alten Tagen wurden die großen Krieger zusammen mit ihren Getreuesten bestattet. Getreuesten, nochmal. Ah, jetzt verstehe ich den Sperrmechanismus am Eingang. Mindestens einer der Diener war noch am Leben und versiegelte hinter sich das Grab seines Herrn. Er schloss sich für seinen toten Herrn lebendig in ein Grab ein. Das ist grausam. Das ist Treue. Das ist grausam. Das ist Treue, ja, hatte schon gesagt. Alte Runen, sehr alte. Wer immer hier liegt, ging in legendären Tagen umher. Kannst du einen Namen ziffern? Landril, keine Ahnung. Landril. Sagt dir das was? Er war einer der größten Herrmeister der strahlenden Reichs, damals, als es auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Landril war es, der die Armeen des Kaisers bis zu den westlichen Küsten führte. Hier hat er also sein Grab gefunden. Aha. Landril. Kann ich den. Ich spreche vorher. Gisov nimmt Landrils Helm. Was? Wieso guckt ihr so? Toter Held. Grabbeigabe.
Diebstahl, verstehe. Und was hast du dazu zu sagen? Du liest zu viele Spukgeschichten, Hühnchen. Eben aus Legendentagen. Plus 12 plus. Was? Was? Wie bitte? Können wir jetzt noch Brunnen aufsetzen? Dann wird er noch tankiger als tankig, aber Größe von Gießen von Holzhelm entsprechend. Kriegt der das Ding mal, damit er nicht mehr so auf die Fresse kriegt. Ich spreche mal hier sicherheitshalber, weil weiß, was ist passiert. Und, passiert was? Nein? Okay. Da auch so ein Rechter. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Na, 25 Minuten. Dann würde ich mal sagen, was haben wir eigentlich offen? Haben nur die Piraten offen oder habe ich schon wieder vergessen? Reiserolle. Piraten, Bergwerk, nein, Wolle, Piraten, da kommen wir noch nicht hin. Piraten. Wir sind aber schon stark genug. Weil Level 8, 7, 8. Mal gucken. Naja, mal schauen. Mist, die haben einen Ausguck. Und Wachen. Mir ist es gleich, wie ihr das Schwertfutter nennt. Soll nicht dämlich, Paladin. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Großalarm. Und das wirst du stattdessen tun, der Wälter. Ich suche erst einmal einen toten Winkel. Ah ja. Vielleicht da irgendwo klettern und den ausschalten. Alarm! Heran, Jungs! Hier sind welche! Glühwurm Spottenpipi, Sprottenpipi. Everquater Norgen oder was? Ich kann kein Holländisch? Nein, Hamburgisch. Einmal sei Dank. Was? Alarm! Alarm! Oh. Alarm! Was? Wo? Ne Tor! Schon Gott, und du wieder sehen tust, einmal sei Dank. Ja, es ist ja geil. Ich hasse dieses Gebiet. Deine Mutter. Ach, knapp. So. Und dann hier. Wenn wir uns ganz dicht an die Klippen schmiegen, kommen wir womöglich ungesehen nur vorbei. Schon hier irgendeine. Rechts, oben, unten, links. Rechts, oben, unten, links. Vorsicht. Noch einen Schritt weiter und man sieht uns. Vielleicht. Wir könnten uns rüberschwingen. Mit etwas Glück sieht uns der Wächter nicht. Da kommen wir nicht an. Vergesst die Idee. Aber mit einem Seil könnte es gehen. Nein, kein Seil. Reden, locken, drohen. Überreden. Das macht es schon. Ein Seil ist etwas furchtbar Praktisches und tut niemandem weh. Ein Seil ist aus der blutige Anfänger. Das kommt mir nicht in die Finger. Locken. Hat das dort auf der anderen Seite nicht gerade gefunkelt? Es sah fast aus wie Gold. Gold! Was stehen wir da noch herum? Hinter! In dieser absoluten Ausnahmesituation geht es wohl nicht ohne ein verfluchtes Seil. Aber wir werden uns hier eins verschaffen. Warum nur hier? Weil hier bald niemand mehr sein wird, der mich dabei beobachten und später davon erzählen könnte. Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. Das ist jetzt nicht ganz so schwer zu merken.
speichern. Und hier. Warum kann ich da nicht lang? Das ist doof. Oh Gott, ist das eklig. Weil geht der da hin? Okay. Wie ist das Hasse? Deine Mutti. Dann müsste die ganze mich nochmal zu latschen. Ja! Hab ich schon mal gesagt, dass ich sowas hasse. Hab ich schon mal gehasst, ja. Hab ich schon mal gesagt, dass ich sowas hasse. Boah! Entschuldigung. Ja. Aha. Oh. Alarm! Alarm! Alarm, Badmo! Willst du mich verarschen? Ich stand noch gar nicht in deren Sichtreichweite. Mal halt später. Was kommt das? Hä? Warum? Warst du weit neben denen oder was? Deine Mutti. So, was mache ich denn jetzt? Ach, hier haben wir ein Seil. Gisov nimmt ein Seil. Kein Wort darüber. Zu niemanden. Gisov und seine Seile. So. How do I do this? So, wir wären dazu längst wieder verzweifelt. Deine Mutti hat dich nicht lieb, du Scheißding. Oh! Fuck, knapp. Rechts, oben, unten, links. Rechts, oben und links. So. Es ist und bleibt eine Schande. Ja. Ist das ernst? Trinken, werfen, musizieren, einstecken. Entschuldigung. Ich hab schon der Schluck drauf. Einstecken, würde ich sagen, ne? Gehst du nimmt einmal Piratentrinkhorn. Ein Randvoll mit Met gefülltes Trinkhorn. Ich das Spiel kaufen oder sowas nicht gelang. Nee. Warum hören die das doch nicht? Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. So. Oh, das ist doch wieder geil. Ich kann ich natürlich nicht stehen. Noch deine Mutti. Deine Drecksmutti. Ist das denn scheißegal? Na komm, dann mach halt. Ja, ja. Und dann hier. Davon. Kann ich nicht verschieben. Das da. Ah, Handwein. Meine Möwe. Kann ich die beiden irgendwie erledigen und das ist. Wie Zeit habe ich noch? Viertelstunde. Ich wollte irgendwie erledigen. Das Gift hat doch nicht giftet das. Eindringling! Alarm! Alarm! Hat! Nu, wo ist er weg? Ist er? Ich glaub, ich kann so lange in der Sonne stehen tun. Aber sei Dank. Ja, ist er. Und nu? Und nu? Und nu? Nu, nu, nu?
Psst. Ja. Ja, ich weiß, dass hier was ist. Weil ich ein böser Typ bin, der in das Play von dem Spiel schon mal gesehen hat. Aber ich weiß, dass ich was schon ist. Wie dann vorher. Ja. Habe ich erst ermasselt, wo ich erst das Trinkhorn genommen habe, oder was ist los? Nanu. Shit and dead. What I do now? Was erdreist du sich, das Pakt der irgendwelche Institution für Recht und Ordnung zu nutzen? Psst! Was mach ich mit dem Fass? Super. Geiles Fass. Was ist, wenn ich das nach unten schiebe? Nix. Das ist ja. Was muss ich hier machen? Hallo. Ich hab das. Hätte ich das Trinkhorn werfen müssen oder was ist los? Hier haben wir bringt ja auch nichts groß. Na. Das ist voller Wurm. Nein! Ach, egal. Ja, kann ich den Typ nicht irgendwie überwältigen oder sowas? Das ist doch voll doof. Ja, was mache ich jetzt? Unter uns steht irgendein Holz im Fels. Ja, da warst du. Warum nicht? Hä? Hab ich das denn konnte? Ich hab das doch von genommen. Warum? Ja, habe ich nicht gespeichert? Warum zum Henker? Ach, egal. Na dann halt nochmal hin. Puh. Rechts, oben, unten, links. Rechts, oben, unten, links. Ja. Das ist nur nicht das. Ja, für. Nummer 4. 3 auf dem Typen, mein höchsten Ticket, glaube ich. Nummer 4. Mate! Min-Mate! Was? Deins? Das wollen wir doch erstmal sehen, wollen wir das? Das Gift der Grote Ärmel, Junge! Donnerschlag! Das wird dir auch neu singen! Was wohl denn? Schmeckt mir nix, du Bälle. Ohoho, komm auf, Schlangen. Jetzt oder nie. Überraschung. Oh, jetzt haben wir wirklich Überraschung. Überraschungsangriff, nice. So. Erstmal du Eule beschwören. So, dann. Arbeiten, bis die Eule dran ist. Komm, schnell, Eule, schnelle ATB-Balken des Todes. Aua, deine Mutti. Da habe ich zwar Dinge verschwendet, aber egal. Überraschungsangriff verschwendet. So, was können wir den Piraten? Hatten die nicht schon in, keine Ahnung, Schwäche, Wucht und Erde? Okay, das heißt, erstmal klauen. Schafpulver. Ui, was macht der Schafpulver? Schilf war wahrscheinlich ein, aber. Lässt alle Gegner im Schlaf. Oh, schön, das gibt für Bosse gut sein. Waffe. Wucht. Was war. Erde und Wucht, glaube ich, ne? Mein Meister. Wow, du heilige Scheiße! Mach die Schaden! Bogenbrei. Aua. Dein Scheiß. Aue, ey, du bist mir auf den Sack damit.
Fluchtwaffe. Du machst mal noch einen so. Ah, die Sprotte heft hatte flossen. Ja, deine Mutti hat da flossen. Egal. So, und tschüss. Alter, macht das Schaden bei den Viechern, bei den Typen. Hey. Vertraue Stufe 8. Yes. Steinhagel gelernt. Ja. Geil. Okay, was macht ein Steinhagel? Deine Erdangriff auf alle Gegner. Oh, ich das Gefühl, als würde sie brauchen werden. Noch 10 Minuten. So, was kann ich hier jetzt frei rumlaufen? Au, aua, au, au, nein! Ernsthaft. Kann man bitte sowas nicht machen? Das ist nicht gutes Game Design. Sorry, aber. Auch ein Brandwein, nice. So, machen wir damit ein Kommentarschiff irgendwie. Ah. Wenn dir das Schild für einen Krieger steht, stehen wir bald bis zu den Knien im Blut der Ungerechten. Lass uns beginnen! Sieh her und lerne, Jungchen. Funktioniert das wirklich so, dass ein Schiff wegschwimmt? Einfach so ganz schnell, wenn's. Der Chip treibt ab! Was sagst du? Der Chip treibt ab! Das sind viele. Und wenn Olaf das nur mitkriegen tut, dann wir es in den Chip verloren helfen. Aua. Hinterher! Hinterher! Ja. Ihr seid echt kein Intelligenz. Genau deswegen. Warum sind die Haie am Ufer? Die sind normal nicht so weit am Ufer. Oder? Die sehen wir nie wieder. Geinheiten 1000 Stufe 9, okay. Bodenstufe 9, heilende Hand gelernt. Damit hast du schon wieder irgendwelche Blitz machen. Und jeder Hai erhält einen leckeren Mittag. Nom 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 nom. Heilende Hand, was ist das denn? Oh, halt 480 AP ans Gewehr. 12 EP. Geil. Ja, das ist eigentlich der Rang der Erfahrung. 75 erlegt ist, ja, okay. So. Was tun wir nun? Bevor ich mich dem Urlaub stelle, würde ich gerne erstmal mich heilen gehen. Weil das ist dann doch besser, glaube ich. So ist das mit allem. Kennt man die Gefahr, ist sie keine mehr. Naja, deine Mutti. So. Bom, bom, Latschi, Latschi, Latschi. Und auf geht's nach Schoring. Schoring? Nee, nicht Schoring, Mühlenburg. Entschuldigung. Schoring war doch, Schoring war die Hafenstadt. Ups. Ja, So, komm heran, Mädel. Ja, bla, bla, bla. Und ich hoffe, eine Nacht. 10 Goldstücke. Ja, ich hab's noch schaffen können. Das wär's. So. Und schlafen. War am Haupttisch schon mal drin? Ich glaube nicht, oder? Irgendwie. So. Und der Zettel. Die Hausordnung sieht eine eindrucksvolle Liste an Verboten auf. Wenigstens ist es gestattet, nachts die Augen zu schließen und regelmäßig zu atmen. Musst du so ein Seil in einer Schlafstätte dienen? Da fielen mir gleich einige Möglichkeiten ein, unter anderem ein paar sehr interessante. SM-Tante! Ja, das ist doch mal ein Scherz. Soll ich mir die Wirtin ins Zimmer fegen oder wie? Oh, ja, wahrscheinlich. Oder so.
So, dann sind wir wieder voll. So, das heißt, ich begebe mich jetzt noch zu den Dingesies, zu den Piratis. Und dann nächsten Part machen wir dann, suchen wir dann mal Olaf, wir sind mal mit Level 8, 9 und 8 stark genug sind. Oder ob wir einen auf die Fräse kriegen. Ich weiß nämlich schon, wie ich den am besten. Weil, ja, er ist nicht umsonst. Oder? War hier nicht irgendwie eigentlich ein. Ja, wir haben hier noch Piraten, stimmt. Stimmt. Ich habe den auch noch erledigt. Ist ein paar Leute. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Together. Wolfenheim. Das ist schon ein Jahr läuft oder so. Keine Ahnung, auf diese Leute, auf Wiedersehen.